Guten Abend, wir spielen live. Ich habe sie gehört. Sonntagabend. Geben Sie ihm noch eine. Und was ist das hier? Elvis Colonel Marines. Alte Zeiten, gute Zeiten, die besten Zeiten. Jungs, seid ihr bereit? Ja. Yep. Corporal Dwayne Hicks. Das ist schön. TQ40. Oh, Kokainerspitze. Ja. Doping. E9. Doping für Hicks. Das ist alles, was sie bekommen. Guck mal, das ist Lance Henriksen. Ich möchte über die Ereignisse reden, die uns hierher geführt haben. Was zum Teufel haben sie mir da Uso gegeben? Die Story ist bekannt. Eine Anregung. Alien 1, 2, 3? Sie haben alle auf dem Planeten getötet. Okay. Da musst du jetzt extra gut bis aufpassen. Bis wir Perks Übertragung erhalten hatten und auf LV-426 angekommen waren, war der atmosphärische Prozessor quasi leider schon... Quasi spielen wir den Part zwischen Teil 2 Alexinum und 3. Alexinum auf Exemplare wurden zerstört. Zum die Glück Anfangsszene war nämlich schon das Ende von Teil 3, wo sie sich umgebracht hat, die gute Ripley. Seine kostbare Ladung, die Explosion unversehrt überstanden. Als wir entdeckten, dass Lieutenant Ripley, das Kind und sie selbst ja, LV-426 an Bord der Sulaco verlassen hatten... Du kennst es ja. Ihr Name die war Filme. Newt. Eigentlich war er Rebecca. 2 und 3, Ende des 2. und Anfang des 3. Wir haben den Forschungstransporter Legato und seine Ladung von LV-426 aus losgeschickt. Nachdem Ripley alles in die Luft gejagt hat. Um die Sulaco abzufangen und um Ripley nochmal zu retten, noch bevor sie Dinge abstürzt vertuschen. Mit ihm. Das ist unwichtig. Bisschen unlogisch, aber und es passt trotzdem gelaufen? Wunderbar rein. Ich habe gehört, es lief nicht wirklich gut. Hicks wird so nochmal zum Leben erweckt, ohne im dritten Teil einfach abgesägt geworden zu sein als Leiche, weißt du? Das hat mir sehr gut gefallen. Yeah, welcome back, baby! Also, ihr seht, wir sind Opfer, ne? Wir sind Infizierte. Lisbeth, Sie leben! Wir sind Lisbeth. Sie hatten eins von diesen Dingern im Gesicht! Ja, aber es war tot. Mir geht es gut. Was passiert hier? Soweit ich das sagen kann, wurden einige von uns aus dem Hyperschlaf von irgendwem oder irgendwas hierher gebracht. Haben Sie Ihre Eltern gesehen? Nein. Ich erinnere mich nur noch daran, wie Sie mich finden. Ihre Eltern müssen noch im Hyperschlaf. Der hat noch frei am Mund. Sie müssen hier verschwinden. Suchen Sie sich einen Weg aus dem Schiff. Ich muss zu Ihnen. Hören Sie zu. Denken Sie nicht an sie. Sie müssen von diesem Schiff runter. Da kommt der Schwanz raus. Ja, lecker und weg ist der Schwanz. Also, wer Alien vs. Predator kennt, der weiß, was hier abgeht normalerweise. Das hier ist die Vorstufe von Alien vs. Predator noch. Wayland hat schon immer seine Finger überall drin gehabt. So, seid ihr bereit, Jungs? Jo. Ich meine, der eine Junge und das andere Mädel. Ich bin, glaube ich, dann auch ein Mädel. Habe ich Titten? Wir sind alle Mädels. Was? Nee, du nicht. Du bist ein Typ. Du bist ein Redneck. Bei Wonder mir, Redneck. Beide Mädels. Du bist irgendwas aus der Vorstadt von Amerika. Das sieht man jetzt schon. So ein Tankstellenbubi, weißt du? So ein dummer Angestellter von Wayland. Du hast ja auch ein Wayland-T-Shirt an. Musst du mal im Steam, im Twitch gucken. Da habe ich dir. Siehst du das im Stream? So. Wer möchte vorausgehen? Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt sein muss. Der Ossi führt die Story an. Also, Private 1 und Private 2 folgen dem Ossi. Captain Ossi. Okay. Hier kann man rüber hüpfen. Okay. Achte auf die Story und die Sachen, die da passieren. Ich wollte es gerade sagen, da kommt der Brenz. Return! Heiß! Oh, der Typ ist heiß. Der ist mega heiß. Was passiert denn da? Ist der jetzt weg? Ja, der ist tot. Alles klar. Also es scheint so, als müssten wir dem Verlauf des der Apokalypse hier folgen und uns dazwischen irgendwie durchwuseln. Richtig. In der Waffe? Das sind Laser. Ja. Okay, das sind Laser und Kisten, die blockieren. Runter. Wow, ist der cool! Hat der das Spiel mal wieder direkt denunziert hier. Geil, gute Nummer, geil! Ich werde jetzt an den Kisten einzeln geschlichen, der springt dran vorbei. Okay, wissen wir wenigstens, dass der Laserpointer die Waffe nicht schnell genug zieht und zielt. Aha, hier ist alles tot. Oh, ihr habt, ich weiß nicht mit welchem Knopf, ich spiele mit Joypad, da habt ihr noch eine Lampe dabei. Da könnt ihr noch eure Taschenlampe anmachen, das ist doch eigentlich sehr sinnvoll hier. Oh, der brennt ab. Ja gut, wir rennen mal weiter hier, komm.
Mauer, der Papa führt. Die anderen folgen. Wow, Skippe. Und los. Auf links. Oh, nicht blocken. Ja, das sind ja zwei Kisten, deswegen auf links. Okay, ich renn mal. Ja, guck mal. Arisen ist so cool, der macht das, der Grieche. Uso ist das Opfer. Shit. Netter Versuch, Bruder, netter Versuch. Aber jetzt musst du warten, bis wir kommen an den nächsten Zeltpunkt. Dann geht's weiter. Okay, hier geht's los. Renn, die Flügel. Normalerweise rennen wir nur durch, ne? Dann haben wir so ein bisschen auch was von der Katastrophe hier zu sehen. Sonst geht das alles vor uns ab und ist schon gelaufen. Da stirbt schon wieder einer. Der hat was im Gesicht. Penis mit Füßen dran. Hast du ihm gerade... Also, Ossi, was streckst du dem Toten auf deinen Arsch in? Ins Face? Die deckt ja den genauso wie Smöse direkt. Ihr seid echt Freaks. Und Äffchen drückt Knöpfchen. Jetzt müsste auch Uso wieder auftauchen. Uso ist da. Hallo, Redneck. Blondie. Hast du auch blaue Augen? Bleib mal stehen. Ah, er hat auch blaue Augen. Ich fass es nicht. Wee. Kennst du den? Ja, Hakensprung. Ducken. Hakensprung. Ducken. Und alle jetzt zu dritt gleichzeitig. Komm, ducken. Oh, was ist das? Nee, lassen wir. Später. Jetzt geht's hier erst wieder rund. Machen wir mal lieber die Stoppen-Cats hier. Komm. Oh. Der wurde gebackt. Weiter geht's. Wir müssen durchrennen. Wir brauchen Flucht. Fluchtverhalten. Wieder ein Alien. Scheiße, die sind hier überall, aber die greifen uns nicht an, weil wir was Intus haben, ne? Ja. Wir haben alle so einen Penis-Intus. An der falschen Stelle. Alright, wer möchte vor? Alle beide. Na gut. Und Wanda. Ja, auf den Aufzug. Sehr gut. Wow, da hinten passiert was. Schaut sich an. Irgendwas passiert da. Aua. Mal nicht nett, ne? Wie die alle im Stich lassen wollen da unten. Lasst euch nicht sehen. Langsam und geduckt laufen. Mist, die haben uns gesehen. Scheiße. Schnell den Aufzug drücken. Mach schon. Ah. Ich werde die mal jetzt ein bisschen ablenken hier. Wenn wir mal eine der Kisten fallen lassen, dann brauchen wir die Monsters. Oh. Ich habe voll einen Headshot bekommen, Alter. Auch wenn wir jetzt beschäftigt sind, dann können wir da rüber springen an die Tür. Wow, jetzt ist es aber knapp. Schon. Da kommen schon die Aliens. Wir müssen uns beeilen, sonst packen uns die Monsters. Und hoch, ja. Jetzt versuchen wir wieder hier drüber zu rennen. Wir müssen auf die andere Seite gegenüber. Oh, ich bin runtergefallen. Scheiße. Schade. Aber nicht schlimm. Ah, ich bin tot. Ah, scheiße. Oh, Alien. Bin ich auch. Also, wir müssen darüber, aber hinter eine Kiste kommen. Schade. Oh, wir sind alle drei tot. Yeah. Ja. Oh, sie hat einen Headshot bekommen. Wann ist Private Johnson denn gestorben hier? Schweigend. Mit Kugel im Kopf. Mitten in der Nase. Im Fall. Okay. Aber jetzt wissen wir, wo es lang geht. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir dieses Ding da aktivieren. Und dann zusehen, dass wir so schnell wie möglich auf die andere Seite darüber springen. An die Tür. Weil der erste, der nicht. Ist nicht besser, wenn einer hingeht und aktiviert. Oh, boah. Werden wir schon beschossen. Ja, weil der uns gesehen hat. Scheiße. Das ist natürlich jetzt noch schlechter. Noch schwieriger. Jetzt müssen wir das schaffen, ohne erschossen zu werden, hier rüber zu kommen. alle hinter Ossis. Hinterher. Da, 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 da. Ich will doch nur anfassen. Und vielleicht auch näher. Mal dann wieder her zurück. Ossis Hintern ist so hübsch. Yeah. Oh, wer will zurück? Du? Nee. Ossi benutzt die Anlage oder was? Wir rennen darüber. Sollen wir es schon versuchen? Während Ossi drückt. Ich komme da noch gar nicht raus, oder? Ich kann noch gar nicht wegschauen. Das ist krass. Okay, das ist natürlich ein Argument. Er muss erst das Ding da aktivieren. Hier, komm mal rüber, Uso. Ah, es hat mich!
Bleib drüben, Uso! Ach, scheiße. Okay, jetzt musst du da über den Steg da laufen, ja. Über den Steg rüber und da runter springen, links an die Tür. Hopp, und da ist eine Tür, da musst du runter. Also nochmal ein Steg. Hier runter? Noch weiter rüber. Erst rüber und jetzt runter springen. Ja, beeil dich! Schnell! Ah, oh, zu spät! Schade, jetzt hast du versucht, nicht da runterzufallen. Ist okay, passt. Aber das ist es, das ist der Weg. Gut. Ich hab's auch nochmal gesehen. Okay, jetzt probieren wir das ja uns nicht sehen. Ja, ich bin nämlich ein Ticken zu früh runtergesprungen. Bleib mal jetzt gleich geduckt, ne? Geduckt den Aufzug. Rumrennen. Geduckt den Aufzug, ja. Nicht rennen, Aufzug geduckt und jetzt cool bleiben. Und na, Licht aus. Scheiße. Naja, deswegen, es ist ja auch so gemacht. Man muss mal rennen, jetzt müssen wir schleichen. Na, guck mal, die sind da eine Dinger rumfummeln. Wir könnten die überwältigen, ne, wenn wir cool sind. Oder? Was meint ihr? Die Situation. Ah, ne, da war noch ein dritter. Okay, ich drücke. Weil meistens stirbt man beim Knopfdrücken. Bleibt dann geduckt an der Position und versuche ich es. Ich opfere mich! Und durch. Nochmal. Ich opfere mich! Hui. Und nochmal. Okay, gleich hab ich's geschafft. Ich bin dran. Okay, ihr könnt euch positionieren. Oh. Aufpassen. Wir schießen jetzt auf die Drohnen auch. Aber ihr müsst jetzt rüberkommen. Ja, die Aliens kommen. Ihr müsst jetzt rüberkommen. Es gibt so nicht. Oh nein, da ist noch einer! Nein! Wir müssen den Kumbia nicht weitermachen. Ich hab's nicht gesehen, ich hab nur gesehen, dass er da rum. Ja! Was ist denn hier los? Ach, wie krass. Guck mal, ob du da noch was retten kannst in der Situation, das wäre ja geil. Geh an die Sentries, mach die aus. Und dann renn rüber. Mach die aus. Und ausmachen. Und zur Tür rennen. Hinten, links, zurück! Rechts jetzt! Ist es das? Ja. Ja, Alter, hey! Uso, ich feier dich so heftig gerade, geil! Nice! Was ist denn wie der das bugmäßig geklärt hast, hast du das gesehen, Alter? Bei mir ist alles rot, ne? Ja, ist ja normal, halb tot. Ja, geil, wir spielen auf höchster Stufe. Bam! Das war richtig. Bam! Vom Uso. Bam! Gott, ich bin immer noch hype. Nächste Szene, komm. Mal sehen, wer jetzt hier was reißt. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich diese Szene spiele, aber echt schon wieder mit Leuten in einer anderen Version. Einer meiner Freunde schafft es immer hier wieder ein Special rauszureißen und irgendwas anders zu machen wie alle anderen. Nice, ich liebe das. Smöse auch und Daniel auch. Richtig cool. Ihr haut mir jetzt auch noch hier einen raus. Na, ich mag das Spiel wieder total. Ich habe es nur auf der Konsole gespielt, aber da hatte ich auch als einziger alles. Mit den Filmadaptionen-Karten, das war richtig cool. Da ist eine Dings, Medikit. Oh ja, wenn du es nehmen willst, ne? Wir kriegen alles gemeinsam, wir teilen alles, was wir aufnehmen. Okay. Ein Tisch. Hitzetti. Who likes to take the set head? Guck mal, die zwei hüpfen da wieder rum. Was T-Bag hier da? Ich hör's. Ihre Eltern scheinen auf Level 3 zu sein. Level 3 zu sein? Ach, wir suchen Lisbeths Eltern. Ist ja interessant. Dafür sind wir unterwegs. Und jetzt kriegen wir noch unseren Bewegungssensor. Nice. Wisst ihr, was das Knöpfchen ist dafür? Habt ihr das? Cool. Gut. Dann Bewegungssensor raus und los geht's. Taschenlampe an, Bewegungssensor an. Und dem Nigger folgen, Mann. Ich meine, dem farbigen in dem weißen Hemd mit der schwarzen Hose da dann. komm, Red Nick. Komm, du Euro-Team. Oh, habt ihr Alien Isolation schon gesehen, das Spiel? Nee. Okay. Hab ich aber. Ja, hier kommt eine Szene jetzt drin vor, die so ein bisschen genauso ist. Was soll das? Mach weiter, du Drecksack. Gay-Faktor, Alter. Schnell, los mit dem. In diesem Verstecken. Schnell. Was? Willen? Okay. Ja,
in Alien Isolation musst du dich auch mal in den Schränken verstecken, wenn das Alien kommt. Oh oh. Genau das. Oh, eine Schlange. Darf ich die anpassen? Ja, nicht atmen. Das ist hier übel, ja. Kuckuck. Zu spät. Du solltest nicht furzen. Erwischt. Du solltest nicht furzen. Ich hab doch gesagt, nicht furzen. Aha, das hätten wir uns schon denken können. Wir gehören zur Familie. Der nicht. Geil, ich will die. Gib her, gib her, gib mir. Gib mir die Waffe. Ich glaub, ja, das genau. Ist nicht so gut. Die hält uns, glaube ich, nicht für Freund. Genau, auf zwei Stone Baby! Der Nigger ist back. Mit seinem Weißbrot in der Unterhose. Ah, was hat die für ein Schiff? Wir sollten weiter. Geht ein Data. Das heißt, wir hängen an einem Schiff der Marines. Stone hat sich schon Sklaven gemacht, guck mal. Und unter von diesem verdammten Schiff? Ura. Ich will zur Hyperschlafabteilung. Meine Familie ist dort. Wie Sie wollen. Aber es wäre besser, wenn wir alle zusammenblieben. Was jetzt? Ja, ja, Stone. Wenn wir alle zusammenblieben, damit du noch mehr Opfer hast, die du vorschicken kannst, verpiss dich mal. Geh vor. Also ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich fand das jetzt irgendwie ein bisschen zwiespaltig mit dem Weißbrot hier dabei. Also, ich lass Stone vorgehen. Nein, der schickt uns vor, ich glaub's nicht. Wichser. Da bewegt sich was, aber das scheint noch harmlos zu sein. Ja, hier, kann die Story mal bitte folgen, damit es weitergeht im FF? Danke sehr. Stony, Stony, Alter. Bist du ein lahmarschiger Story-Modus? Ist der Hammer. Da kannst du schon richtig vorsondieren. Das ist voll das Bug-Scheiß-Ding, ehrlich. Also, wenn du nicht hinter der Story herläufst, läufst du vor der Story weg. Das ist so eine Scheiße. Dann kannst du quasi wieder zurückrennen, damit es weitergeht. Ja, vergesst das nicht. Ist mein Ernst. Das ist echt scheiße. Soll ich vorgehen? Ja, du kannst natürlich gerne deinen Job machen, wie du es jetzt schon von Anfang an getan hast. Und spiel das Häschen nicht Alarm! Häschen, ne? Hab ich doch gesagt. Geradeaus durch. Da ist so ein grünes Licht und das macht er sprint rein in das Ding. Das war knapp. Empfangene Nachricht von Wayland. Logbuch gefunden, sehr schön. Ossi, du machst die Tür zu, das ist wunderbar. Wir haben auch keine Perlen, schon hier vor der Haustür. Kommt keiner rein. Nein, finde ich total gut, dass du das gemacht hast. Ich habe echt keine Lust, von hinten gegrabt zu werden, Digga. Das war so vernünftig, wie nur Frauen den sechsten Sinn haben können. Bitch. Hast du Energieverlust? Ich nicht. Ich glaube hier. Was ist denn hier? Ja, wir haben hier eine eigene Körperphysik, ne? Also wir müssen aufpassen, dass wir uns hier nicht in der Tür im Weg stehen oder sowas. Hier kann man sich ganz schnell im Weg stehen und dann sind alle drei tot. Naja, das ist schon ein bisschen doof. Aber ich find's gut, wenn wir uns ein bisschen abwechseln, so kann jeder auch den Weg ein bisschen lernen für sich. Außerdem hast du dann eine Dynamik, ohne dass du denkst, du müsstest wissen, wo der Weg lang läuft. Eigentlich geht's hier eine Mission to go ist das. Du kannst nur dem Verlauf folgen, hier kann man nichts falsch machen. Wow, der sieht gut aus. Aber das sind, oh, das sind aber keine Alienspuren, das sind Fußspuren. Die Waylands waren wieder da. Das ist verdammte Pack. So, jetzt müsst du... Wo geht denn jetzt her? Oh, ey, wer bist du? Du hier. Hey. Guck mich nicht so an. Wer bist du? Das ist geil. Spielt ihr wieder mit euren Nerven. Der Aufzug kommt, der Aufzug kommt, der Aufzug kommt. Also das ist so eine der wenigen Dinge, wo ich in so einem Moment reingehen würde, in so einen Aufzug, weißt du, so wo der Film schon sagt, da kommen die doch von oben als erstes. Ey, was ist mit deinen Fingern? Nicht? Nicht. Der hat echt nicht. Was ist los hier? Ja, der hat die Waffe. Aber oh, Alter, was ist los? Oh, Leute, alle festhalten. Der hat Probleme, der hat echte alle Probleme. Alle festhalten? Okay, wir halten uns fest. Und was denn an meinem Sensor natürlich? Ja. Geht's denn da lang? Hier lang, oder? Ja. Arizon rennt vor. Arizona. Hier liegt was Gelbes im Anzug. Sieht aus wie Left 4 Dead. Infizierter mit extra Waffen drin. Oh, das war knapp, scheiße. Ah ne, da hinten sind noch Aliens. Ulala, wie kommen wir denn da hin?
Ich hab's geschafft. Ich geh die Sentry ausknipsen. Yes. Okay, ihr könnt kommen. It's done. It's finished. It is me, the man. Haha. Digga, mach Platz. Ich geh vorstauen. Das Treibs macht das schon. Gibt's hier irgendwas für uns? Kontrollpunkt erreicht. Ich glaub, hinter der Tür ist was. Ja. Guck mal, da kommt die ganze Truppe hier. Drei Infizierte und zwei Volldeppen. Cool. Da brennt was. Mother. Ups. Die beiden überlassen scheinbar nichts dem Zufall. Wie krank. Gibt es noch einen anderen Weg? Shake that. Wir müssen nur einen Weg finden. Oh, sie. T-Bag. T-Bag. Hakensprung, meine ich. Hakensprung. Okay, aufpassen. Was ist denn hier los? Was müssen wir machen? Finden Sie den Weg zum Flammenwerfer. Okay. Oh, hier ist ein Loch. Da gibt's nicht viel zu finden. Aha, und rein ins Loch. Los. Kommt ihr, Lämpchen? Ich mache einfach mal die Taschenlampe aus. Ich hatte den Eindruck, dass mich das eben verraten hat. Und ja, geht immer vor euch. Komm, hab's Loch gefunden. Schaut ihr mal, was passiert, wenn wir rauslaufen. So. Da ist ein Schalter, betätigt ihn. Boah, wie fies, Alter. Na, wenn das mal kein Upgrade zum Bösewicht ist. Wir gehören ja schon richtig gut zur Familie, wenn wir die benutzen. Oh, ich sehe da was. It's time to grade up. Upgrade. Boah, das war aber echt eine echt fiese Nummer. Aber gut, wenn man keine Waffen hat. Nein, lasst sie. Du kriegst eine Wasserpistole. Ja! Aber was für eine Ehre die Braut hat, Alter. Krass, ne? Lasst ihm die Knarre, auch wenn er tot ist, ey. Krass. So denken nur Russen und so. Kommen Sie doch mit mir. Das ist ein Schiff der Marines dort oben. In der Apokalypse nehme ich alles mit und leg das nicht zu den Toten noch ins Grab bei, ey. Krass. Und mit einem ganzen Einsatzkommando zurückkommen, um hier aufzuräumen. Irgendwie gefällt mir das Bett ganz gut. Die hat echt Eier. Die ist wie Ripley ein bisschen. Werden wir einen Weg hier aussuchen. Die hat so die Übersicht noch wie Commander. Ja. Gute Sprüche. Kalt, eiskalt. Abwarten, was kommt so mäßig, ja. Wir machen das schon erstmal. Abwarten. Cool, cool. Ich mag die halt. Oh, ich hab einen Flammenwerfer von dir. Habt ihr auch einen Flamer? Ja. Ich solle und... Die kann man sogar ablegen, sehe ich gerade. Krass. Das ist gar kein... keiner im Waffeninventar. Ihr habt ja beide das DLC, ne? Das weiß ich nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Wenn ihr das Quick-Scroll-Menü benutzt, dann... Oh, wir haben Monster! Im Nahkampf wegschlagen, dann könnt ihr die Fatality machen bei dem. Also One-Shot-Tötung. Aber ihr müsst den erst ein bisschen runterschießen, damit ihr den dann mit einem Schuss töten könnt ins Maul. Okay. Der Ryzen geht wieder vor und spielt Häschen. Wir haben Monster! Kommt noch einer. Schön geschlagen. Was ist? Nice. Oh, ich habe hier eine Waffe verloren. Kann man die aufnehmen? Kommt mal her. Sorry, wenn ich euch gerade störe hier, aber... Geht das? Ja, der kann ich echt nehmen. Ich dachte, ihr habt den Flammenwerfer noch nicht. Aber nee, dann musst du ihn Da musst du ihn mal ablegen und den Uso auch nochmal aufnehmen lassen. Wegen der Schiefe, weißt du? Und dann kann er dir die zurückgeben. Aber dann scheint das deswegen Wie lege ich das hier ab? Einfach Waffe wechseln. Oh, da schreit einer. Was ist hier los? Uso, bist du das? Nein. Okay. Ja, jetzt liegst du wieder hier. Ja, Uso, komm mal zurück, bitte. Wir müssen mal kurz hier eine kleine Nummer ausprobieren. Ja, nimm sie mit, sonst komm. Wir holen dich ab. Zu spät. Wenn das Spiel Kreisel, Kreisel, dreh ich. Ja, wird dir warm, wird dir warm. Ist dir schon heiß? Ui, der dreht durch. Der letzte macht die Tür zu.
Ui, Monster hinter euch! Schmeißt man den Flammenwerfer hin, dass er den nehmen kann gerade. Wie schmeiß ich den denn weg? Einfach Waffe wechseln. Ja. So, oh, okay. Grieche! Ich weiß, du bist unser Feuerkrieger hier, ne? Der die Feuertaufe schon viel zu oft gesehen hat, aber nimm mal auf. Dann kannst du gerne weiter vorne weglaufen. Mit dem Flammenwerfer macht das wenigstens Sinn. Kannst du sie nicht nehmen? Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass er sie nicht nehmen kann. Oder er ist behindert. Doch. Ist halt ein blonder Roughneck, ne? Jetzt ist er wieder. Ich nehme sie wieder auf. Da klebt was an der Decke, fix, das holen wir jetzt mal runter. Lalalalalala, Flammen machen munter. Wer hat eigentlich hier von euch den Scanner an? Okay, der sollte dann nämlich vorgehen, aber einer muss es halt anhaben, das Ding, sonst hören wir nichts. Stase unterbrochen. Boah, ist das gruselig, was ist das denn? Ihhh, der hat's leicht ins in Anzug gepinkelt. Hinter der Tür steht was. Ist das? Ja. Ich merk's, ja. Mach auf die Tür! Wieso heult die denn? Hör auf! Was ist los, Paul? Was ist los? Was geht hier? Wer hat Schluss mit dir gemacht? Warum? Warum hat der Schluss gemacht mit dir? Warum denn? Was ist los mit dir? Das ist so geil zu sehen, ey. Guck mal, Ossi geht so auf die Figur, auf die Mission ein. Wir gestern auch. Und wir rennen einfach an der Frau vorbei und lassen die links liegen. Und ich brülle das ganze Team an. Ja. Ihr könnt euch hier nicht dran vorbeilaufen. Oh, ich bin dir so dankbar, dass du das siehst, Junge. Krass. Alles wird gut. Aus dir kommt ein Alien und dann geht die Serie weiter, okay? Alles klar? Tschüss. Vorher gibt's doch einen Kopfschuss, aber das sagen wir dir nicht. So. Was geht hier? Das war herrlich. Das war aber so genau die Szene jetzt, wo ich mir auch gestern gedacht habe, keiner spielt das und beachtet wirklich, was passiert. durch, töten. Ach, herrlich. Ja, ich hab das... Ja, bei mir auch, aber ist nix. Doch, hier liegt einer verkrümmt auf dem Boden, oder? Oh ja, was ist los mit euch? Hier nuckelt einer am Daumen, was geht denn jetzt ab, ey? Wie geil ist das denn? Ja, okay, wir müssen da runter. Ab in den Keller zu den Laurern. Das sind die Springer, das sind die, wie heißen sie bei Left 4 Dead, sind das die Hunters, ne? Ja. Die hacken und springen auf Entfernung und hacken so lange, bis irgendeiner dem einen runterholt. Also, ich meine auch runterholt, sonst kommt man nicht runter. So, da sind sie, Achtung. Die sind blitzschnell, passt auf. Einer hat den Sensor, der andere schießt. Macht eure Taschenlampe an, dann seht ihr sie schneller. Die sind total dunkel. Die schwitzen. Drück, abwehren! Ja. Das Feuer ist meine Schuld, aber so siehst du mehr. Ich hab ein Achievement. Okay, da ist er wieder. Bleib zusammen. Ah, der ist schon scheiße schnell weg, ja. Der nächste. Oh, wiederbeleben. Uso, mach das schnell. Cool. Wiederbeleben, schnell. Yeah. Ja, ihr braucht dieses Achievement ja auch. Ich muss ein bisschen schon mich zurückhalten. Ah, der lebt noch, passt auf. Aha. Ja, hier, rechts. Rechts, ja, rechts ist, genau. Mach hier platt, runter. Ja, kurze Feuerstöße, wie im Film, sind gute Feuerstöße. Im Schießstand kann man das auch nachvollziehen. Wenn du Dauer drückst, triffst du gar nichts. Wenn du kurz machst, triffst du alles. Okay, das war's, wir sind durch. Woo, nice. Good work, Private 1 und Private 2. Komm, du kleiner Feuerkrieger. Immer wenn du der Erste bist, bist du auch gleich der Letzte. Ja, Private. Yeah. Zur Hyperschlafkabine. Gehen wir unsere Eltern retten. Ist aber echt sozial, dass ihr beiden mir noch helft dabei vom Stuhl. Danke. Ich bin ja Lisbeth. Hey. Lisbeth ist dankbar. Und das kommt nicht. Ja. Ich. Redneck folgen, Blondie. Was los hier? Hey, hallo! Was war das denn? Sag mal, was ist hier für Durchgangsverkehr, Alter? Hey, hier, Kindergarten. Ich geh da nicht rein. Okay, vielleicht. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. Okay. Ich hab so ein bisschen Bedenken. Da rennt was rein und hier hinterher. Das ist irgendwie so. Könnte man machen, eine Tür auf? Geil. Okay. Oh, wir gehen duschen. Oh nein, ist doch nur Gas. Scheiße! Ist doch nur Gas.
Lars? Ah. Hallo. Das war ganz schöne Anspielung jetzt, finde ich, ja. Also für so einen Zwischengang, wo man sowieso desinfiziert und gereinigt wird, muss ich sagen, war das jetzt ziemlich vergast. Ah, hier ist was. Kontrollpunkt haben wir erreicht, das ist schön. Ich habe was gefunden. Hallo, genau. Ich bin es noch einmal. Ein Logbuch. Ich komme, ich bin auf dem Weg. Wartet auf mich, Lisbeth kommt schon. Bleibt hier in der Tür stehen. Okay. Jetzt geht's nämlich rund. Wir müssen die Tür Level erstmal halten, glaube ich. Bucht 4. Level 3, Bucht 4. Kommt wieder zurück, ihr Pfeifen. Flaschenhals. Okay. Ihr wisst doch, was ein Flaschenhals ist. Je enger, desto besser für den Verteidiger. Wieso kommen die denn jetzt schon an der Seite wieder raus, verdammt? Achso, ihr lauft hier rum, deswegen, okay. Ich will den Flammenwerfer nicht noch treiben. Oh. Wie ein toter Hund. Irgendwie schon, ne? Aber ich. Ja, ich könnte einfach die Tür zumachen und vom Fenster schießen. Das geht auch, klar, wenn sie nicht mal eben durchs Fenster brechen, so wie jetzt gerade eben. Aber wenn wir zu dritt nebeneinander stehen, so versuchen nur eine Ecke zu halten, dann greifen sie nicht beide an. Bei einem Drohnen entscheidet sich. Eins mit einer. Wo war das? Ich will auch mal. Meine Fresse, Scheiße. Das ist auch heftig. Nee, weiter. Effekt hier. Hier ist was Grünes? Ja, nimm das Grüne. Links, links. Nochmal. Das ist links. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Nicht schießen, okay. Links, links. Ba, 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 ba. Ups. Ja. Okay. Okay. Erstmal nicht schießen. Erstmal nicht schießen. Er bespringt mich. Nicht schießen. Ekelig. Der rubbelt immer noch an seinem Bein. Aber wir haben doch schon die Geburt. Yeah, baby. Wir wohnen doch schon. Yeah, baby. Wir haben Alien Sex. Wird man grundsätzlich verrückt, wenn man stirbt, wenn man weiß, dass man sterben wird? Oh! Ihr geht vor. Ihr geht vor wie immer. Ah, krass. Der Mutigste voran. Uso hat Uso getrunken. Lang. Ich brauche mal Wodka. Nicht lucken, nicht. Wir gucken bloß, rennen. Oh, was ist jetzt los? Hey! We found our fathers and mothers. Hey, mothers. Yeah. Because it's my parents, but now you help me and it's also your parents now, you know. No! So feel the same shit like I feel. Feel it! Feel the pain. Mama! Mom? Hä? Mom? Sie sind both dead. Ein Höschen hat sie auch in lila rosa Fett. Und dann haben diese Schweine sie. Beide umgebracht. Das Sexspielzeug noch im Gesicht, wie nett. Erzählt, was hier vor sich geht. Gerade im Akt der Liebe erwischt er. Oh, von hinten dann auch. Zack, 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 fünfmal mit dem kleinen Mund in den Rücken. Die werden bezahlen. Das sieht sehr detailliert aus. Was wollen sie denn tun? Ich finde das schon nicht schlecht, wie die Grafik und die Details so von der Zeit her, wenn man bedenkt, was das ist. Das sieht schon sehr geil aus. Das sind alle Grundelemente von den heutigen Spielen drin. So pervers hochgetrieben. Leider die Community zu klein gewesen damals. Jetzt sind alle Alien und Predator Fans, aber das ist ein bisschen spät leider. Jetzt kommt aber ein nächster Teil wieder raus, ne? Für das Spiel hier. Also als Abhandlung des davon. Menschen! Wir haben Menschen! Es sind Menschen! Fuck! Es sind menschliche Gegner! Helfen! Helfen! Geht nicht! Geht nicht! Jemand hat mich erschossen. Ja, nee, der dann weiß. Rache ist unterwegs. Rache wurde ausgeführt. Oh, der schreit, Alter, ist das eklig. Rennt der oder stirbt der noch? Oh, sorry. Kein Problem, ist nur mein Rücken. Deckung. Soll in Deckung bleiben? Okay, geh in Deckung. Ja, dann kann ich nämlich töten, danke. War nett, jetzt darfst du vorgehen. Bitte sehr. Denk dran, lieber auf den Zurennen und dann in die Fresse hauen. Du hast Nahkampfschlag, ne? Weil wir müssen jetzt durchhalten bis zum nächsten Spawn. Was kennen die denn hier alle? Was ist denn los mit euch? Hallo! Ich war hier. Oh, hier ist noch eine Seitentür, die möchte ich auschecken. Cool. Hier gibt's Waffen, Munition und Rüstung. Möchtest du auch was davon oder soll ich alles für uns gemeinsam sammeln? Ich komme. Wer ist er denn? Geh weg! Vorsicht, da kommt mal was. Piss dich! Ist es tot? Ist es endlich tot? Ja, noch einer krabbelt. Oder muss ich noch draufpinkeln, damit das ruhig ist? Alter. Links krabbelt einer. Ja, ich seh's. Ich will den aber nicht anschießen, weil der nicht macht.
Stopp, Nahkampfschuss, damit es nur ein Schuss ist. Ich brauche zwei, drei. Oder das hier. So. Hopp. Komm nochmal. Komm her, komm her. Hopp. Ah. Nochmal nicht schießen. Ich mach das schon. Ich mach das. Ich regel das. Okay, der gehört gut, mir. Der gehört mir. Ja. Oh, schade. Oh. Schade. Ich hab ihn. Ich wollte ihn verteidigen. So, was gibt es hier? Was zu rauchen so. Umsonst. Wo ist hier Minipack? Was ist das hier? Das habe ich für voll. Uns gemeinsam schon geholt. Was ist das denn? Okay. Ich bin voll. Ja, gut. Voll ist besser als leer. Also ein halb voll ist auch nicht gut. Also. Okay. Ist voll eigentlich toll. Wo hin? Ja, geradeaus rechts. Was liegt denn da? Oh, was liegt? Was ist denn das? Wie geht das? Minipack! Ja. Wo bin ich? Wo bin ich? Minipack und ich nicht. Hallo? Wo bin ich? Ah, das ist der andere Bug. Ey. Nimm mal deine Seitenwaffe, das ist wichtig. Seitenwaffe? Pistole, weil die hat unendlich Schuss. Das ist die einzige Waffe, die unendlich Munition mitführt. Das ist sehr wichtig eigentlich. Und die ist sehr schnell im Nahkampf. Wie komme ich da hin? Ich hab hier nur Schrotflinten und andere. Kannst du Scrollmenü öffnen? Slotmenü? Gedrückt halten, Knöpfchen, Slotmenü, ja. Das ist dieses Schnell-Quick. Ich guck mal schnell für die Einstellungen. Warte, Steuerung, halt durch die Deckung und schieß mich nicht tot dabei, danke. Marine Controller, jetzt die Tasten, die Tastatur da. Ja, ist bei mir nicht drin. Ich habe das Joypad dran, ich muss es jetzt ausstecken, damit ich die Controller sehe. Also musst du selber gerade gucken, Einstellungen, bevor es weitergeht. Wir müssen uns beeilen, sonst drehen wir gehen jetzt durch. Weiter. Ja, ich will weiter. Wir müssen Klaus holen. Komm, wer ist er denn? So, wir kommen. Das ist die Cousine von meinem Nachbarn. Ah, oh, was war das denn, mein Arsch? Da ist ein Onkel, So, warte, hier läuft noch der Bruder rum. Ich weiß das, ich riech das. Da ist der Bruder. Ah, oh, da ist er schon. Oh, hallo. Und seine Schwester. Nice. Komm her. Kleiner Wichser, ne? Stück dir, Wichser! Stück dir, komm her! Nein, ich bin tot, du Wichser. Nein, geh weg! Ich hab ihn! Woo, rette mich! Ja, versucht. War gut, weil jetzt war die Zeit da. Lieber stirbt man als das. Alter! Man, ja. Lieber sterben als. Ja, genau. Ich habe auch noch. Nein, wir sterben nicht. Nein. Wir machen die Platz. Lass uns holen jetzt. Wir sind zweimal zu wenig hier. Ich baue Fehler. Plattform. Safe Point. Was ist das hier? Du machst F hier. Ich drück mal. So. Warum ist das dunkel? Oh, geht's jetzt runter drauf? Da geht's runter. Warte auf mich. Texas. Hex-Max ist da. Hex-Max. Texas-Ball. Ist er wieder da? Fertig mit Ausruhen? Fertig? Können wir jetzt? Wir haben unseren Feuerläufer wieder, unseren Superspringer, unseren gewagten Uso. Also irgendwo, ihr solltet jetzt schnell nochmal gucken, ob die Steuerung da, weil ich kann Pistole wählen mit Schnelldruck rechts, ne? Fall rechts, das geht bei mir so. Weil die Pistole ist halt mal wichtig, wenn du keine Munition mehr hast, ohne dem bist du... Ja, hier, 1, 2, 3. Ach, super geil, was läuft. Gut. Normale Abfolge hier. Oh, und ran an die Tür. Eine Rüstung für mich, eine Rüstung für ihn und eine Rüstung für Knackarsch Ossi. Yeah. Ich weiß, dass ich hübsch bin. Mensch. Oh, wir haben Menschen. Was ist denn los? Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen, wir haben Menschen hier. Da stirbt man viel zu schnell. Und Aliens. Ja, das ist doppelte Scheiße. Die Menschen sind eigentlich die Gefahr dabei. Wenn sie nicht für uns die Monster zuerst haben. Zwei weitere, warte. Minute. Alright. Hier, Vorsicht, die Kisten. Ach, Kisten, die gelben. Abschießen. Mach bum bum. Genau so. Schieß die bum bum. Oh, der hat einen Dreierschuss gehabt. Am besten soll er. Okay, wir müssen jetzt hoch, glaube ich, oder? Ja. Alle links. Ruf zur nächsten Ebene. Es geht los. Wir haben wieder Monster. Aufpassen. Er hat sie kommen lassen. Und schützen. Scheiße. Schützen ist auch am Start. Oh. Also ich merke gerade, wenn du jetzt so halb gezielt feuerst, ne? Zwei Schüsse in den Kopf und die fallen sofort um. Ansonsten 5 bis 6 Schüsse, bis sie tot sind, ey. Wow. Die Gesamttrefferzahl. Das heißt, nur der Kopf ist wirklich 100% Schaden. Alles andere lässt dir die Energie zurückkriegen. Sogar, das ist eine Scheiße. Action! Boah, da kommt was Großes, Leute, mit Smart Gun. Aufpassen. Lass dir nicht dran. Das ist für dich. Der Smarty.
Ich komme, Digga! Ich rette dich! Duck dich hinter dir, Platte! Kiste! Der lebt ja immer noch! Noch einer! Oh, Granaten! Wo kam die denn her? Ach ja, der hat die noch gezogen, bevor ich starb. Witzig. Das war heftig. Der eine hat uns belehrt, hart. Shit. Oh, ich glaube, wir sind hin. Naja, es war actionreich, aber es war, hat sich gut angefühlt bis dahin, ne? Bis die Granate gezogen wurde, die eine da. Ach, Mist. Den machen wir jetzt hier. Ich hab ohne Granate. Ich krieg da gleich dein Allerwert. Wo hast du die her, ey? Ich will auch eine. Hier, hab ich. Hier, hat mir gehackt. Achso. Was ist hier los? Granatenhacker. Ja. Was? Oh, there is nothing, Checker. Ja, ich hab ihn. Ihn und die Tonne. Und sein Freund auch. Alle tot? Krass. Jungs, ihr seid schnell. Ihr seid genauso wie Smöse und die Mann, die einfach vorrennt, durchrennt, Dauerfeuermaschine. Richtige Dicti-Spieler. Da hinten war ein Weg. Ich weiß nicht, ob es da was gab, aber... Wow! Also geduckt, schießt hier nochmal ein bisschen präziser nebenbei, ne? Auch da! Ja, ich auch. Ich übernehme die linke Seite. Oh, noch einer. Erledigt. Oh, ich habe nochmal einen dritten Reserveschuss gegeben. Ich scheiß auf Double Tap, ich mach einen Dreier Tap. Die Kanone ist noch nicht. Ein Knaller mit deiner Granate vorbei, oder? Ja. Der kommt noch. Kommt alles noch. Okay. Ja, schön. Geht's genug hoch. Das wird heftig. Yes! Das war jetzt Teamwork, Leute. Nice. Du darfst hochkommen. Oh, was schießt du denn? Du darfst hochkommen. Alles ist gut, Bro. Komm, alles ist gut. Ja, fein, Private. Ja. Hast du gut gemacht. Komm jetzt. Ab dafür. Schießt dir die Wand tot, ey. Was noch üben? Warum die Wand? Da war doch einer drinnen. Ja, hier war einer drinnen. Mist, hab ich nicht gesehen. Einer war doch drin. Hast du Glück gehabt, Private. Hast du gut gemacht. Hab ich auch gesehen, ja? Der hat geschossen. Ja, hast du gut gemacht, Private. Ich, dein anderer hat dich verteidigt. Ja. Absolut gerechtfertigt. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin ein Freund von Knöpfen. Ja, mit dem Knopf. Juhu. Noch ein Hebel. Guck mal, hinten links ist noch ein Hebel da. Geh mal rüber und, hebel dir ein, Baby. Ist schon gehebelt. Und der kniet hier, warum? Oh, was ist denn da? Warum? Danger. Das sind die Dildos aus dem ersten Teil, ne? Ja, das ist die Bombe aus dem ersten. Ja. Du weißt, was du da tust? Ich hoffe es für sie, sonst hat die ganze Menschheit ein Problem wegen uns drei Deppen hier. Und wir keine Ahnung mehr davon. Wir sind nämlich dann auch tot. Egal wie, wir sind tot. Nice. Glückwunsch, Jungs. Cool. I think this must be the end. Ja. Yeah. War das schon? Ja, sie lässt fallen, ne? So. Au! Bauchschmerzen! Ich glaube, die Wehen setzen ein. Oh, wir gehören echt zur Familie. Ist ja widerlich. Wir werden viel zu gut behandelt für die Scheiße, die wir hier abkriegen. Aber hallo, guck mal, wie die wegscheuchen. Das geht ab, Alter. Ey, die kriegt Pink, komm, geh weg. Die kriegt eure Geschwister. Alter, das ist heftig. Ich zieh schon zum Auffangen bereit. Was ein Tod ist das denn? Hätte die nicht vorher explodieren können, bevor das wieder rausspringt? Okay. Materium pur. Heftiges Ende. Wir haben uns echt selbst umgebracht, die ganze Zeit jetzt. Huch. Yeah, baby. Aber straight, wir haben trotzdem was Sinnvolles getan, ne, durch unseren Tod. Finde ich jetzt einfach nicht verkehrt, auch wenn ich es dann doch schon ziemlich krass finde, was man da
eigentlich macht. Suizid betreiben, ne? Was habe ich gesagt? Hallo? Yeah, Baby! Suizid-Hotline? Hast du gesehen? Wer ist denn dieser Horst? Wer ist denn der Horst? Hier, ich, der mit der Suizid-Hostline. Nein, du bist Horst. Du bist Ripes. Wer ist Horst? Warte auf Horst, Alter. Das ist, ja, war das alte lustige Wort, ne? Waiting for Host, wer ist Horst? Ja. Verdammt nochmal, das war ein Spruch, den kennt eigentlich echt keiner, wenn man es nicht so dauerhaft hatte wie wir hier. Wir könnten jetzt nochmal so ein DLC machen, aber ich wäre dafür, wir machen mal eine Version in Alien Colony Marines mit dem Stil auf der Basis von Killing Floor. Gefällt euch das? Ja, auch recht. Okay. Weil dann müssen wir die Story erst spielen, wenn die anderen zwei dabei sind, dann haben wir auch keinen verprellt hinterher. Und jeder kann die Kampagne, die Story ja auch für sich alleine solo spielen, weil die Punkte sind nämlich wichtig, sonst kriegt ihr keine Waffen-Upgrades, ne? Die Aufrüstungen seht ihr ja dann verteilt. Ihr habt aber beide noch nicht so viel verdient, das ist schade. Nicht scheiße, aber schade. Kampagne Mäblady. Das ist der... Wo war's? Falsch. Versus Multiplayer, Entschuldigung. Weil da könnt ihr auch die Waffenanpassungen machen. Aufrüstungen für 5 verschiedene Klassen, die ihr dann im Multiplayer oder jetzt im DLC-Multiplayer dann immer wechseln könnt. So wie auch im Überlebensmodus jetzt hier, im Killing-Flow-Modus quasi. Oh, wir nennen das jetzt Killing-Flow-Modus, weil nur wir drei uns das erlauben dürfen. Wir sind nämlich Killing-Flow-Spieler. Kapiert? Da draußen. Insektenjagd geht los. So nennt sich das hier. Also, ja. Ach Gott, ich herz das jetzt total. Hoffentlich geht das ab. Mit Smöse und dem die Monkey habe ich mich natürlich wieder scheiße angestellt, weil die ein bisschen mehr von mir erwartet haben, als ich auf die Reihe gekriegt habe am Ende. Als ich dann doch der letzte Überlebende war und es versaut habe, leider. Da waren wir schon ziemlich weit, bis wir gepeilt haben, wie es ging. Aufrüstung bearbeiten. Könntet ihr vielleicht vorher nochmal die Aufrüstung bearbeiten klicken, bitte, und eure Waffen einstellen? Falls vorhanden. Also, falls ihr da überhaupt was habt. Ja, ihr habt Aufrüstungspunkte, ne? Verfügbare. Und dann könnt ihr da rüber die Erweiterungen für die Waffen einstellen. Dadurch werden sie stärker und präziser. Oder hübscher mit Skins. It's your choice which weapon you want to upgrade every time, because you never have enough points to upgrade everything from a weapon. So, be careful which weapon you use as a primary weapon. This is very important. Even to have even more ammunition as aiming. This is also important that you understand this. Accuracy is not even better as like to have more ammunition in this game. You will never shoot accurately. Never, never. Believe it. Too much panic everywhere. Trust me, I know. Du kannst ja auch einen Schalldämpfer auf die Waffen machen und so ein Mist, das geht auch, aber ich finde Automatisierung oder Erweiterung oder Schnellschuss wesentlich effektiver am Anfang, bevor man von hinten nach vorne alles nur freischaltet. Das ist Quatsch. Wie gesagt, sind begrenzte Punkte. Die aktiven Herausforderungen unten links, Mutationen oder Blutspritzer, was auch immer ihr da habt, sind wichtig, dass ihr euch die vorher anguckt, was man eventuell machen könnte. Egal, ob man in einer Kampagne ist, ob man in einem DLC ist oder Multiplayer nur so spielt. Man hat immer die Möglichkeit, eine von diesen Herausforderungen zu machen. Die ganze Liste könnt ihr euch im Hauptmenü angucken, aber so seht ihr dann immer, töte 7 Feinde mit der Unterlauf einer Waffe oder zerstückel 5 Feinde, aber diese Belohnungen sind extrem wichtig. Dadurch habt ihr noch schneller eure Waffen komplett hochgegradet. Als nur mit Level-Ups. Verstanden? Ja. Das gilt aber fürs ganze Spiel, nicht nur für diesen einen hier jetzt. Ihr könnt komplett über die ganzen Modi übergreifend die Punkte verdienen. Wie ihr das macht, ist egal. Ihr tut keinem weh, wenn ihr die Kampagne solo durchspielt. Habt dafür die Punkte, um die Waffen freizuspielen. Macht dafür mehr Sinn, weil ihr dann auch sehr effektiv seid im Team. Und da kommt die Monkey! Ich sehe es schon. Spieler Nummer 4 wird das Spiel einschalten gleich. Geht schon mal in Deckung. Fuck, und wir machen den Modus schon an. Jetzt wird's funny. Like shit. So, nehmt eure Klasse. Da hätte Kennst du, bei Origin gibt es so ein Spiel, Titanfall oder wie das heißt? Titanfall, ja. 1 und 2. Genau. Sind das ist, gespielt. Menü ist, schaut ähnlich an, ne? Ein ganz, ganz klein wenig. Wie gesagt, es ist der Grundreiter. Hier in Alien Colony Marines sind 5 bis 6 verschiedene Spielphysikteile, die heute jeweils einzeln auf einem Hauptgame übernommen wurden und extrem ausgebaut wurden, vorhanden. Hier habt ihr auch die Dreier-Waffen-Kombination mit dem Teil in der Hand und Schlagen gleichzeitig noch, ne? Dürft ihr nicht überbewerten, weil es die Grundfunktion hat eben.
Filter ist sonst wo. Ich weiß nicht, ich rede hier. Oh, was ist das denn? Da guck es dir an. Einfach kommt es rein. Schmunky! Captain Monkey ist da. Captain Monkey! Wir sind's. 2 und 1, 2 und 3. Und Captain Monkey ist auch dabei. Guten Abend. Und willkommen im Livestream. Hakensprung! Hakensprung! Kommen noch drei. Oh, mein Kurum, was geht denn hier ab, ey? Boah, warte, weg! Boah, Leute, ich bin so sprengig. Vorsicht, ich bin tödlicher als Schiff. Okay, ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Rechts kommt einer noch. Alright. Ich glaube, wir haben hier aber was anderes. Zwar die Tatsache, dass hier ist ein Dauer. Nee, doch nicht. War der letzte in der Welle, richtig. Ich versuche den beiden zu erklären, dass es hier ein bisschen gerade der Killing Floor Wellen-Style ist, den wir hier spielen. Inklusive kleine Missionen abarbeiten und die Bedrohungen unterdrücken dabei. Ich mag das. Kenn ich auch gar nicht. Nee, ist eine neue Karte seit gestern. Wir haben die Fury-Karte gespielt. Nee, Quatsch, die Kolonie-Karte. Okay, wir brauchen. Wie viel? 100 oder 1190? Ich hab Geld. Drück, schnell rein. Überbrücken. Drücken, hacken. Max ist der Geldmeister. Master of the... Okay, ich bin Money Master. Hey. Captain, wo müssen wir hin? Also, wir haben hier die Munition schon mal frei, ja? Das ist cool. Da ist noch einer. Ja, und hier die nächste Tür könnte... Wollte... Keine Munition mehr. Wer hat keine Muni, der soll reinkommen hier. Gibt's Munition. Wenn er Geld hat, natürlich. Ja. Komm, jetzt Oh, ein Kamerad ist gefallen. Ein Kamerad sitzt. Ein Kamerad schwitzt und überlebt. Aber nicht mich! Oh, Kamerad! Kameradensau. Gib mir einen Huni dafür. Strafe! Oh, ich hab dich noch einen Arsch gerettet. 150, los. Ich überleg's mir beim nächsten Mal. Wo bist du? Wo bist du? Hier, an der Tür. Ich pass immer noch auf euren Arsch auf, ja. Ich bin der Erste und der Letzte, wie beim Killing Floor. Heiler! Ah, ich muss mich selber erstmal heilen. Verdammt, jetzt habe ich Geld ausgegeben von meinen Einnahmen für die Erpressung. Haha! 530, Tür wird geöffnet. Passt auf die linke Tür auf. Und macht die Tür zu, bitte. Die kommen dann sowieso nur durch die Fensterscheibe. Ah. Huppa, Tür ist auf. So, dann haben wir wieder eine Position zu verteidigen. Bam. Ich habe eine dicke Knarre. Und drei wunderbare Schützen, die alle haben mehr Mut als Wut. Weil Wut macht immer tot. Direkt tot. So. Motion Tracker nicht vergessen. Ich will's piepen hören, ihr Wichser. Den Emotionstracker, also den emotionalen Tracker. Oh, der hat's Mr. Ja, unseren Feuerspringer hat's erwischt. Er ist nämlich unser Ich lauf zuerst Männchen. Wow, die Sprengwaffe. Usable, but not good in this moment. Heil, er hat sonst keine Zeit mehr. Nice. Danke. Was für ein Team. Ah, ihr müsst euch eine Stimme angewöhnen. Also ich bin ja hier nicht der Captain im Moment, aber ich bin sowas wie Private Master. Also ich könnte, wenn ich müsste. Geht mal weg da, die Tür öffnet sich gleich. Oh. Am Arsch, siehst du, das meine ich nämlich. Du kannst den kompletten Weg versperren. Ich heile dich, ich lebe dich, ich rette dich. Yes. Und all again saved. Ja. Ich glaube, das wird oder macht das weiter? Links, rechts. Haben wir Kohle? Wir gucken. Aber die Unterdrückung ist unten, oder nicht? Bin ich blöd? Hä? Ja. 1500. 1930 benötigt. Moment. Warte, ich mach das schon. Kostet doch alles Geld hier. Und Munition. Aufpassen jetzt, die könnten Schlitz! Oh, ich war das, Entschuldigung! Granate in den Rücken, ey. Ich bin so ein Idiot. Und vergesst nicht, die Munition nicht komplett wegballern. Nimmt lieber die Handfeuerwaffen, die sind munitionslos quasi, die haben unendlich. So, wer möchte die Tür öffnen? Hier, ich brauche Geld, bitte. Wie brauchst du noch? In der Regel immer alles, weil ich bin ja der Geldmaster. 920 noch. Ja, Bedrohungen unterdrücken sind teuer, mein Freund. Ist so wie der Krieg. Ist auch immer teuer. Beide Seiten wollen was haben. Und die wollen unseren Arsch. Okay, wir haben Spuckis. Aufpassen, Leute. Die ätzenden Spucker sind da. Die spucken auf Entfernung uns die Fresse weg. Zweimal. Dann einmal tot.
Oh, ich hab nicht mal gekillt. Hier, hinten durchlaufen. Hier gibt's einen Sentry Gun. Sensorschütz. Geschützi. Kommt ganz durch. Verteidigen wir mit dem Rücken zur Wand. Auf den Smoking Daniel aufpassen. Private Captain kriegt von Etsy Etsy. So, bei vier können wir sie killen. Ja, fast. Bleibt hinten, bleibt hinten. Wir können die Sensor, die Schütze da aufstellen. Das ist sinnvoller. Von hier kriegen wir nur die Treffer auf Entfernung. Lass sie so um die Kisten rumkommen. Wenn wir immer in der Ecke gemeinsam stehen, müssen die sich auf uns zu bewegen. Nicht wir auf die. Solange keiner den Sensor hebt, kommen die sowieso nicht um die Ecke. Den Fehler haben wir ja auch schon kennengelernt. Oh, guck mal, die sehen von hier aus schon, wo sie hinschießen müssen. Mist, Haha, ich hab Laser in klein. Brauchen Moment zum Nachladen. So, 610, wir brauchen noch 390. Guys. Und ich übernehme so lange die Verteidigung. Ich hab nix. Okay. Ja, wir müssen eh töten, sonst bringt's nichts. Ja. Schlagen, 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 schlagen. Immer schlagen. Immer einen Teil Schaden zufügen und dann schlagen. Dann macht ihr meistens einen Fatality. Ihr dürft auch beim Nachladen euch das nicht erlauben, weil dann schlagt alle drei kaputt. Also ganz wichtig. Ach, jetzt gebe ich dem Geld anstatt dem Hupzi. Scheiße. Gib mir meine Kohle zurück, Mann. Das war kein Fall. Oh, ich wusste es. Ich... Ja, aber da müsst ihr echt aufpassen, Leute. Schlagen ist wichtig, auch beim Laden. Wenn ihr noch nicht mal fertig seid mit dem Laden, schlagt lieber einmal. Dann seid ihr fertig geladen. Das ist ein bisschen tricky. Und wenn ihr hinten rechts in der Ecke bleibt, ohne hin und her zu rennen, würdet ihr euch nicht jedes Mal selber treffen. Und einer kann auch mal Granaten feuern. So wie ich jetzt. Tötung! Ih, die Spucke ist über mich geflogen. Hier, bleibt da vorne weg, ich sag's euch. Aber mutig, mutig ist das Volk. Oh, nice. So, haben wir jetzt Kohle. Yeah. Bedrohung ist aktiviert, Jungs. Ich hätte besser das Sensorschütz zuerst geholt, oder? Haha, scheiß drauf. Wer will das Sensorgeschütz kaufen? Wer spart fürs Geschütz? Oh. Hallo, wer spart fürs Geschütz? Gleich sind wir tot. Ich gebe alles dir. Okay, ja, ich muss aber nicht alles kaufen hier, ne? Es reicht, wenn einer eine Aufgabe übernimmt, wenn ich das sage. So, haben wir mehr davon. Weil einer muss ja hinten auch an dem Sensor stehen bleiben, sonst geht's nicht weiter. Also, das ist so auch mein Trick dabei jetzt. Meine Überlegung, ne? Wenn einer was macht, reicht das. Weil dann kann er sich auch wirklich darum bemühen, immer wieder das Geschütz umzustellen und keiner passt das Geschütz mehr an, außer dem einen, der es gekauft hat. Also, Ossi kauft das Geschütz, gibt Ossi Kohle fürs Geschütz und wir verteidigen so lange. Immer schlagen, immer schlagen. Dann seid ihr auch nachgeladen. Kommen die denn alle her? Gewarnt hab ich euch. Ja, jetzt kommen immer mehr. Die sehen ja, was wir tun hier. Die sind ja nicht deppert, aber die schon. Gut gemacht, Jungs. Sehr schön. Kontrollierte Arbeit. Wo ist der Geldmaster da? Achso, ja, danke. Das schmecken wir. Hauptsache, Ossi hat die Kohle jetzt für das Geschütz. Gut. So, wo stellen wir hin? Am besten, ja, am besten so hier, ne? Dahin, weil da guckst du links und rechts. Du musst einen 180 Grad Winkel beachten. Also sprich nur nach vorne, Mitte, links, rechts. Das heißt so zwischen den Kisten am besten, dass du beide Seiten hast. Hab dich noch nicht! Jetzt! Ich hab dich nach hinten. Oh! Okay, das war fast. Ich werd gesehen, den einen, der mich überrannt hat. So. Geschütz da aufgestellt. Ja, ist so schön hier so. Aber falsch, ne? Guck mal, ich meinte so wegen dem Winkel. Du hast. Mach mal ja, ich sag ja nur. Du musst gucken, wie das Ding sich dreht. Links und rechts so. Jetzt kannst du rechts den Aufzug beschießen, wo es gerade runterspringt. Und links, wenn es nach vorne kommt, von der Kiste hoch. Okay. Wow, Kamerad! Was machst du? Komm hoch, Kamerad! Ja, keiner von euch hat auch nur einmal bis jetzt versucht, die wegzuschlagen in dem Moment. Ihr schießt immer weiter. Wegschlagen heißt Luft holen. Ihr könnt dann abhauen oder nochmal töten. Ganz wichtig. Schlagen. Nicht schießen. Ihr habt keine Abwehrmöglichkeiten, wenn 3-4 Stück kommen. Der eine, den schlagt ihr weg, den nächsten, der tritt euch dann weg. Okay, mal gucken, was haben wir? 1200 Bälle 5. Noch wie viel übrig? 22. Alright. Komm her, du kleiner Pisser. Ich muss den Jungs zeigen, wie es geht. Okay, dann den nächsten. Übungsdrohne. Was für Knöpfe muss man da drücken? Hau drauf, Taste. Bam! Und ins Maul, Junge. So sieht's aus. Hast du gesehen, wie ich dir den Kopf weggeschossen habe? Und du kannst 3-4 Stück hintereinander schlagen. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, das wird zu dumm. Schade. Und es war Friendly Fire. Oh, wir sind tot. Horizon, du musst überleben. Nee, schlimmer. Wir müssen uns einkaufen.
Oha, 1000 brauchst du zum Einkaufen. Wenn du hast, bist du dabei. Wenn nicht, hast du Pech. Was soll ich kochen? Nee, wir müssen aufpassen. Behalte, guck, dass du über 1000 bleibst mit der Kohle, weil dann können wir nämlich versuchen, die Situation noch zu klären hier. Ich muss erst zu dir kommen. Wenn du spawnst, dann immer am Anfang von da, wo du begonnen hast. Sprich, wir müssen die ganzen freigeschalteten Wege jetzt ablaufen, um zu dir zu kommen. Und eben auch zu gucken, dass wir noch andere Wege benutzen können, um es zu verkürzen. Aber die sind wieder immer noch zu teuer. Ah, 1500 für den kürzeren Weg. Kann man nicht. Geil, ich krieg die ganze Zeit Kohle von meinem Geschütz. Das macht es aber braves Geschütz. Schön Geld produzieren, Geschütz. Hm. Boah, ich bin tot. Ja, ich sehe es. Oh. Ich auch jetzt. Oh, tschüss. Mist. Panikattacke, es tut mir leid. Panikattacke. Ja, ich bin zu spät angekommen auch. So, das war der erste Versuch. Verdammt weit sind wir gekommen, Leute. Respekt, Respekt. Beim ersten Mal haben wir es auch nicht so weit geschafft, weil wir nicht wussten, was wir machen müssen. Das war schon richtig gut. Neu starten oder was anderes jetzt? Jetzt haben wir einen vierten, jetzt könnten wir die Kampagne auch nochmal anfangen. Oh, irgendwie alles so. Ja, ich auch. Los, Tacki Bumbaki hier. Wir machen sie alle platt, also von der Warte her. Alle. Ich fühle mich überzeugt, so, wenn du das so sagst, dann ja. Krieg ich schon Angst, dass ich nichts auf die Reihe kriege. Ich bin Ripley. Tacki Bumbaki. Yeah. Das gibt es gar nicht. Genau. Aber in deiner Unterhose schon. Stinkenden Käse, den gebe ich dir um die Ohren hier. Ich wollte das umstellen. Wo mache ich das? Nehme hier weitere Optionen da. Insektenjagd. Ja gut, komm, lass mal noch einmal, weil das gestern echt geil war mit der Karte, würde ich sagen, ne? So wie im zweiten Teil fighten, das war schon echt lustig. Funny und nice. Und jetzt viert ist schon richtig geil. Scheiß, okay. Zufall wollen wir nicht. Nein, wir hätten gern Söldner, Tribut. Tribut war die Karte. Was haben wir denn noch? Die drei, okay. Und Veteran, Teufelskerl, weil wir alle Badass, einen hübschen Arsch haben, und auch Badass, Teufelskerle sein. Außerdem ist es besser, wenn wir sowieso die höchsten Schwierigkeitsgrade auf Kampagne spielen, weil wir alle unter Achievements gleich mitmachen dadurch. Ja, das ist wichtig. Zumindest für mich. Komm. Jetzt habe ich auch mal die richtige Waffe ausgewählt hier. Ja, ich gerade vergessen, wieder die Jungs ein zweites Mal die Dinger einstellen zu lassen. Ey, Kacke. Sorry. Ah. Ja, ich habe es denen zu spät eben schon beim ersten Mal erklärt. Can someone secure my ass inside this little quartier room, then I can go pee pee? This is a terrible situation, I know. Yeah, my problema. Oh, thank you very much. So, guys, good luck. Der Kapitän geht pinkeln. Da ist einer noch. Keine Munition mehr! Ich komme!
4 Stück. Ach, da oben. Diese Granate, Alter. Moment, ich muss nachladen. Wir könnten eigentlich die nächste Tür schon aufmachen. Ja, eine Tür aufmachen. So. Oh. Ja, aber wir müssen ja auf unseren Chef hier warten. Hey, wo ist denn seine Toilette, sag mal? Wo ist die denn? Stimmt, im Hollywood oder so. Junge, Junge, Junge. Hat er mich erwischt. Schon wieder leer! Ich brauch Deckung! Oh, ich werd bespuckt! Okay. Okay. Null. Welle beginnt in... Was? Welle 5. Aua! Oh. Nicht Granate. Nicht gut, nicht gut. Boah, voll ins Gesicht, Alter. Ich komme! Hilfe! Irgendwas an. Oh Gott. Oh. Scheiße, der hat uns jetzt.
Das war jetzt ein bisschen too much. Der ist scheiß Letzter, ne? Ach so. Einmal. Der ist scheiß da drin immer. Na, ist die Knick! Hau ab! So! Scheiße. Komm, ich hab noch reinkommen. Der ist aber versagt. So. Ich geh jetzt auf meine Raupen. Ja. Weil er ist ja sowieso, keine Ahnung, er fährt nach Hamburg auf Toilette oder so. Wir sind. Ist so, ne? Alles klar, ich geh auch mal, wieder da, ne? Ja, ich geh auch kurz rauchen. Thank you.